Staring at herself in the mirror on the restroom door. Hallo, schönen guten Morgen und herzlich willkommen zurück bei mir auf meinem Kanal Mama Kügelchen. Ich bin Katja, 38 Jahre alt. Und wenn ihr wissen möchtet, was ich alles hier so mache, der Roboter spinnt, dann bleibt doch bei mir, lasst mir einen Kommentar, ein Abo. Ja, genau. Ich stehe im Badezimmer, das heißt, wir beginnen eine Putzroutine. Wie ich in meinem letzten Video gepredigt habe, habe ich alles gegen verstoßen. Also ich habe gerade einen Wäschestau, ja tatsächlich. Aber diese Woche war vollgepackt mit vielen Sachen, die das Leben schöner machen. Ja, Montag war Feiertag, da habe ich ein bisschen was gemacht. Am Dienstag habe ich tatsächlich 4 Maschinenwäsche gewaschen, weil ich auch vom Wochenende Leerlauf übrig hatte. Genau, Mittwoch war ich arbeiten und danach Wäsche waschen wollte ich nicht. Gestern am Donnerstag war ich eigentlich auch den ganzen Tag unterwegs und auf den Beinen und ja, hatte schon mittags mein Schrittziel von 12.000 Schritten erreicht. Und heute Freitag. Aufladen hat begonnen. Wäsche waschen, ein bisschen Haushalt und nachher noch was anderes. Also, ich muss gleich zur Post ein riesen Paket abholen. Das hatte mit der Abstellgenehmigung nicht funktioniert, keine Ahnung warum. Auf jeden Fall muss ich das gleich abholen. Und Rasenmähen wollte ich heute noch. Genau. Und dann muss ich was gegen diese Stumpen hier tun. Meine Fingernägel haben durch ein Nagelsystem dann doch sehr gelitten und durch die Gartenarbeit der letzten Tage. Ist gut jetzt. Und da wollte ich auf jeden Fall was dran ändern und da nehme ich euch mit. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall viel Spaß bei dieser schnellen kleinen Putzroutine. Voices in her head that mirror what she's heard before. All the things they said to hold her back, they never seem to leave her head and tend to keep her mind at war. All the things they said to hold her back, they keep her locked inside of all the times when she's been hurt before. Her eyes are swollen as she tries to hold her tears back. Her hands are shaking and her palms are sweating as she says, I don't wanna listen to a word you say. Tell me what I can pick up. And I've been looking forward to this day. The day.
So, jetzt sind wir hier angekommen. Wir wollen meine Nägel aufhübschen. Und da darf ich euch heute glücklicherweise vorstellen, die Produkte von Happy Glam. Ja, Happy Glam ist auf mich zugekommen und hat gefragt, ob ich nicht die Produkte testen möchte. Ich sag ja nicht nein, ich habe gesagt ja. Dann haben die mir das netterweise zugeschickt. Und das möchte ich euch jetzt einmal vorstellen. Genau. Ich habe das Starter-Set bekommen. Im Starter-Set enthalten ist einmal die LED-Lampe. Die ist praktisch für unterwegs, wirklich flach einzuklappen. Dabei war dann noch dieses Seek-Off-Set. Das sind 50 Pads. Die sind in so einzelnen Päckchen verpackt. Da trocknet dann auch nichts aus. Und die sind dafür da, um den Lack anschließend oder irgendwann wieder zu entfernen. Aber die entfernen sich quasi auch wie von selbst. Dann waren dabei hier so Cleansing Pads. Diese sind dafür da, um den Nagel vor Anwendung zu reinigen und im Anschluss die Schwitzschicht abzuwaschen oder abzucleansen. Dann war dabei einmal ein Basecoat. Ja, da ist ein Basecoat dabei, den muss man sich vor allem anderen auf den Nagel auftragen. Und ja, der ist durchsichtig, also den sieht man nicht. Dann war noch dabei, in dem Fall im Starter-Set, eine Wunschfarbe. Die dürft ihr euch also aussuchen. Ich habe mich hier für Stone Cold entschieden. Das ist so ein leichtes Grau. Ich habe auch noch andere Farben da. Die könnt ihr euch natürlich noch separat dazu bestellen. Und dann habe ich hier noch den Topcoat, der rundet das Ganze noch einmal ab. Der wird dann auch nachher farblos oben drauf gepinselt. Dann ist beim Starter-Set auch noch dabei ein Nagelöl. Und ich feiere dieses Nagelöl unheimlich. Ich habe mir eben die Nägel vorbereitet und habe das Öl drauf getan. Das ist jetzt so geschmeidig. Dann war noch dabei dieser Nagelhautschieber. Und ich finde, die Seite hat mir jetzt eben echt gut geholfen, meine Nagelhaut richtig zu entfernen. Also ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, ja. Ne? Also ich muss die noch feilen. Na, kommt der jetzt scharf? Also meine Nagelhaut ist richtig gut weggegangen. Gucken, wie kriege ich das denn jetzt so gestellt, dass ihr das sehen könnt. Ja, ne? Und ich habe halt sehr in Mitleidenschaft gezogene Fingernägel zurzeit. Ja, aber das wollen wir ja jetzt dann ändern. So, hier ist die andere Hand. Der Daumen sieht am schlimmsten aus. Da habe ich mich auch noch verletzt. In der Erde gegraben diese Woche. Ja, wir machen das jetzt alles wieder hübsch. Die Produkte von Happy Glam sind vegan und tierversuchsfrei. Und auch dieses System soll bis zu 2 Wochen halten. Der Test, den ich im Vorfeld schon mal gemacht habe, war sah so aus, dass sich der Lack nach rund 4 Tagen hat er sich gelöst. Also der war an einem, das war so Peel-Off-mäßig, der war an einem Zug, war der abgelöst. Meine Tochter habe ich diese Woche auch mit diesem Set beglückt und da ist dann leider schon am Abend 2 Nägel abgegangen. Ja, da müssen wir mal gucken, woran hat es die liegen. Wir üben das ja noch. Aber ansonsten anwendungsmäßig bin ich total glücklich. Das ist total easy. Es ist ein bisschen ungewohnt, weil die Lacke an sich selber, die sind zähflüssiger wie normaler Nagellack. Genau. So. Also, das Starter-Set habe ich euch vorgestellt mit der LED-Lampe, Base und Topcoat, die Cleansing Pads, die Soak-Off-Wraps und deine absolute Lieblingsfarbe. Ich habe, wie gesagt, noch andere Farben mitbestellt. Und zwar unter anderem hier ein Lila. Könnt ihr hier unten, könnt ihr die Farben sehen. Dann kam noch dabei ein Très Chic, das ist so ein Braunton.
Dann habe ich mir hier so ein Mintgrün bestellt. Und noch so ein Bärenton. Ich möchte jetzt aber heute das Grau auflegen und würde sagen, fangen wir jetzt mit der Vorbereitung an. Also ganz Vorbereitung habe ich ja schon gemacht. Ich habe mir die Nagelhaut entsprechend nach hinten geschoben, das Nagelöl einmal aufgetragen. Dann war hier noch dabei diese Bufferpfeile, eine viereckige Pfeile. Die ist dafür da, um die Nägel kurz vor Anwendung einmal wirklich ganz grob einmal anrauen und dann könnt ihr mit den Cleansing Pads die Nägel davon reinigen. Ich werde sie mir waschen wegen dem Öl, aber prinzipiell, genau, also mit dem Buffer einmal kurz anrauen. So, das reicht auch schon aus. So, also wenn ihr eure Nägel alle mal drüber gefeilt habt und in die richtige Form gefeilt, dann nehmt ihr euch ein Cleansing Pad, das reicht eigentlich für alle Nägel, größer ist es nicht, und dann geht ihr hier einmal drüber, also einmal das Überschüssige absäubern quasi. Und das macht das Ganze auch dann noch fettfrei. So. Genau, das war es dann auch schon, ne? So, prima. So sehen die Hände jetzt aus oder die Finger. Und ich gehe jetzt hin und nehme mir den Base Coat. So sieht der Lack aus oder die Flasche. Hier oben schön mit einem Holzverschluss. Finde ich richtig stylisch, richtig cool. Und das ist der Base Coat. Den werden wir jetzt einmal auf alle 5 Finger auftragen. Ich mache jetzt erst eine Hand und dann, wenn die fertig ist, die andere. Der Base Coat ist aufgetragen und das Ganze tun wir jetzt unter die UV-Lampe für 60 Sekunden. Die UV-Lampe hat hier ein Knöpfchen, länger gehalten leuchtet es 45 Sekunden und so, die UV-Lampe hat jetzt ihre Arbeit getan. Der Lack ist, ja, wenn man ihn anfasst, denkt man, er ist nicht trocken. Aber er ist ausreichend getrocknet, um die nächste Schicht drauf zu machen. Und wir machen jetzt 2 dünne Schichten vom Lack drauf. Ja, gucken wir mal, ob wir dünn hinkriegen. So, und ich gebe euch noch einen kleinen Hinweis oder einen kleinen Tipp. Macht den Daumen nachher separat unter die Lampe, dann kriegt ihr auch richtig Licht ab. Jetzt sind wir bereit, dass wir den Topcoat auftragen können und auch der muss nochmal 90 Sekunden unter die Lampe und danach seid ihr eigentlich schon fertig. Die Trocknungszeit hätten wir jetzt geschafft und so schaut es jetzt schon aus. Und jetzt gehen wir aber noch mit einem Cleaning Pad
da drüber, um die Schwitzschicht abzuwischen. Und dann ist wirklich alles fertig. Also, ihr entnehmt keine Farbe oder ihr nehmt keine Farbe ab. Ihr nehmt einfach nur die Schwitzschicht ab und dann seid ihr fertig. Kein Verschmieren mehr, kein nichts. Ihr seht, ich batsche hier drauf rum, es passiert überhaupt nichts. Ihr könnt jetzt quasi ins Bett gehen. Ihr habt keine Abdrücke davon. Meine Empfehlung, macht es abends, legt euch dabei eine Gesichtsmaske auf und danach könnt ihr in die Haie gehen. Genau, ich mache jetzt noch, also hier, ihr seht das grässliche Vorher und das richtig gut gewordene Nachher. Natürlich auf längeren Fingernägeln viel besser. Ja, hier haben wir ein bisschen gematscht, das ist nicht schlimm. So, sehr schön. Also richtig toll und wie gesagt, strapazierfähig sind sie jetzt. So, ich mache jetzt die andere Hand und dann sehen wir uns wieder. Wenn jetzt mal wie hier was passiert ist, dass eine Ecke ab ist, das ist überhaupt gar kein Problem. Diesen Lack könnt ihr, wie gesagt, entweder lässt er sich einfach abpeelen und dann macht ihr den Nagel einfach nochmal neu. Oder ihr nutzt die Soak-Off-Tücher und könnt das wie Nagellackentferner einfach entfernen. Ne? Ich habe mich jetzt hier fürs Abpeelen entschieden, weil hat er sich angeboten. Zack, und schon ist es ab, ohne irgendwelche lästigen Rückstände zu hinterlassen. Und den werde ich jetzt neu machen und dann muss ich zwingend Wäsche aufhängen. Ja, da bin ich wieder. Ich weiß gar nicht, wo der Break war. Ich glaube, nachdem ich mir die Nägel gemacht habe, genau. Und dann bin ich im Garten verschwunden. Ja. So, ich wollte nach meiner Gartenarbeit, deswegen habe ich das gemacht, mal mein Fazit zu den Nägeln abgeben. Also, die mache super easy. Also, das war echt gar kein Problem. Es war schnell, leicht und wirklich einfach, simpel. Und ihr könnt es vielleicht sehen, ich habe wieder in der Erde gegraben und sie sind alle noch dran. Alle noch da, unbeschädigt, unbekatscht, so wie ich sie mir gemacht habe. Ja, das ist wirklich eine Kaufempfehlung von mir und wenn ihr bei dem Kauf etwas sparen möchtet, dann habe ich auch einen Rabattcode für euch. Den blende ich hier ein und sage ihn euch natürlich mit Katja Happy. Könnt ihr 30% auf eure Bestellung sparen. Dieser Code gilt ab heute für 14 Tage. Also übernächsten Sonntag läuft der Code ab. Das Starter-Set kostet 74 Euro und ich kann es echt empfehlen. Also es ist wirklich super schnell gemacht. Das Abmachen auch total easy. Entweder mit dem Nagellackentferner oder ihr peelt sie off oder sie fallen von alleine ab. Ja, das kann auch passieren. Aber sie sind ja dann auch super schnell wieder drauf gemacht. Ne? Also ihr macht den Base Coat, 60 Sekunden Lampe. Dann macht ihr eine dünne Schicht von eurem Lack drauf, 90 Sekunden Lampe. Noch eine dünne Schicht Lack drauf, wieder 90 Sekunden Lampe. Und dann den Topcoat und wieder 90 Sekunden Lampe und ihr seid fertig. Das ist schnell gemacht. Ja, das ist meine Empfehlung und probiert es aus und spart mit meinem Code KatjaHappy 30%. Genau, damit möchte ich auch dieses Video für heute beenden. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ja, und ich freue mich auf das nächste Video mit euch. Macht es gut, bleibt gesund. Bis dann. Ciao.